Ja, in unserer dritten Vorlesung zum Grundwasserströmung möchte ich Ihnen die Massenerhaltung in porösen Räumen vorstellen. Die Beschreibung der Massenerhaltung in porösen Räumen. Wir beschränken uns auf Grundwasserströmungen, die voll gesättigt sind. Das heißt, der Boden ist voller Wasser. Wir haben es also nur mit zwei Phasen zu tun, einer festen Phase der Porenmatrix und einer flüssigen Phase, die sich zwischen den einzelnen Körnern befindet. Wie beschreiben wir eine solche Strömung? Zunächst erstmal müssen wir wichtige Begriffe einführen, eine wichtige Unterscheidung. Das, was wir eigentlich unter Fließgeschwindigkeit verstehen, nämlich das, wie sich so ein Partikel hier durch unsere Grundwassermatrix, durch unsere Porenmatrix oder beziehungsweise unsere Kornmatrix durchbewegt, das ist natürlich die wirkliche Geschwindigkeit eines Partikels. Wenn wir das Partikel x von t verfolgen, dann würden wir die Geschwindigkeit ausrechnen als die Ableitung des aktuellen Ortes eines Wasserpartikels nach der Zeit. Das bezeichnet man in der Geohydrologie oder Geohydraulik als Abstandsgeschwindigkeit. Als Abstandsgeschwindigkeit eines Partikels. Ich würde es einfach als Strömungsmechaniker als Fließgeschwindigkeit bezeichnen. Ja, und mit diesem Begriff haben wir natürlich ein Riesenproblem. Wie wollen wir denn das bestimmen? Woher wissen wir denn, wo unser Partikel entlang geht? Wir können auch aus Experimenten, wo wissen wir das in einem Computermodell, wenn wir nicht so etwas wie die direkte numerische Simulation, also das gesamte Kornmatrix auflösen, machen würden, dann könnten wir das vielleicht bestimmen. Aber in der Praxis ist es nicht möglich, den Weg eines einzelnen Wasserpartikels durch die entsprechende Kornmatrix zu bestimmen. Wir müssen uns also mit anderen Begriffen behelfen. Und das sind dann makroskopische Begriffe. Das wäre die mikroskopische Modellbildung. Die ist natürlich physikalisch richtig. Und an dieser müssen wir dann auch später die Impulsgleichung herleiten. Aber makroskopisch werden wir die niemals bestimmen, beziehungsweise exakt werden wir die niemals bestimmen können. Daher müssen wir über einen gewissen Kornraum mitteln. Wir müssen makroskopische Begriffe einführen. Und das ist die sogenannte Filtergeschwindigkeit. Die Filtergeschwindigkeit ist so etwas wie der Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit, aber in einer besonderen Art und Weise gebildet, nämlich auf folgende Art und Weise. Wir wissen, dass durch einen Porenraum folgender Durchfluss Q durchgeht. Q, Kubikmeter pro Sekunde, die durch einen Porenraum durchgehen. Wir wissen also das Volumen, was pro Zeit durch einen Porenraum durchgeht. Mit diesem Volumen können wir natürlich eine Geschwindigkeit definieren, indem wir durch den durchflossenen Querschnitt teilen. Durch den durchflossenen Querschnitt, aber der durchflossene Querschnitt enthält sowohl die Körner als auch das Wasser. Die Körner als auch das Wasser, weil das wollen wir ja genau nicht trennen. Wir wissen an manchen Stellen gar nicht, wie viel Körner da vorhanden ist, wie viel Anteil, wie viel Porosität da ist. Deswegen nehmen wir den Gesamtquerschnitt und das ist jetzt einfach eine praktikable Möglichkeit. Wir nehmen den Gesamtquerschnitt, den können wir immer messen oder beziehungsweise den können wir in einem numerischen Modell durch die Gitterdiskretisierung darstellen. Wir nehmen den Gesamtquerschnitt und beziehen darauf den Durchfluss, den Volumendurchfluss an Wasser, der da durchfließt, weil er etwa am Ende in den Fluss ausdringt, aus einer Quelle dringt oder sonst woher oder in einem Brunnen entnommen wird. So, und die Filtergeschwindigkeit ist dann das Verhältnis aus gesamten Durchfluss durch einen Aquifer, durch einen Grundwasserleiter, geteilt durch dessen Querschnitt, aber Gesamtquerschnitt. Wir unterscheiden nicht zwischen flüssiger Phase und fester Phase, weil das müssten wir ja erstmal messen. Und das bezeichnet man als Filtergeschwindigkeit. Ja, und da bin ich schon mit meinem F durcheinander oder beziehungsweise kommen wir sehr schnell durcheinander. Ich werde im Folgenden mit Vf Index F immer die Filtergeschwindigkeit bezeichnen. Das war eigentlich, unser F stand eigentlich für Fluid flüssig, aber das ist dann auch die flüssige Geschwindigkeit. Aber wir sollten die richtige, die Abstands- oder Fließgeschwindigkeit mit V ohne etwas bezeichnen. Die werden wir später weniger gebrauchen, wie gesagt, weil die können wir nur theoretisch oder beziehungsweise die müssen wir uns Gedanken zu machen. Die können wir aber weder experimentell noch numerisch exakt bestimmen. Wir beziehen also alles auf einen künstlichen Wert und das ist die Filtergeschwindigkeit, aber einen sehr leicht messbaren Wert. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, ich nehme ein Rohr, packe das mit Sand voll, dieses Rohr und lasse da einen gewissen Durchfluss durchlaufen, dann weiß ich, wie viel Durchfluss da durchgeht, welchen Querschnitt mein Rohr hat und kann die Filtergeschwindigkeit zum Beispiel bestimmen. Das also zum Begriff Filtergeschwindigkeit. Ja,
Für alles Weitere möchte ich das, was wir jetzt gemacht haben, mathematisieren. Ich möchte zunächst erstmal einen Zusammenhang zwischen der Filtergeschwindigkeit und der Abstandsgeschwindigkeit finden. Das ist unser erster Schritt. Und im zweiten Schritt möchte ich die Massen in einem Mehrphasen, in diesem Zweiphasen-Bits-System bilanzieren. Unsere Massenerhaltung einerseits für die feste Phase aufschreiben und auf der anderen Seite für die flüssige Phase ausschreiben. Dazu müssen wir erstmal Kontrollvolumina einführen. Ich habe hier einfach mal im Blau ein gewisses Kontrollvolumen reingelegt und dieses Kontrollvolumen trennt sich natürlich in die feste Phase, Solid Phase, und in die flüssige Phase, Fluid Phase. Wir haben also auf der einen Seite ein Kontrollvolumen und das ist alle grauen Bereiche hier im blauen Bereich. Das ist die feste Phase und dann die gesamte flüssige Phase, das ist der Gesamtraum ohne die feste Phase, also nur da, wo Wasser fließt. Ja, und der Gesamtraum selbst dann ist dann eben die Vereinigung aus fester und aus flüssiger Phase. Aus fester und aus flüssiger Phase, das ist unser gesamter Kontrollraum. Das also erstmal über das, was wir dann später unsere Gleichung integrieren müssen. Ja, beginnen wir erstmal mit der Kontinuität von Filter- und Abstandsgeschwindigkeit. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich möchte zunächst also erstmal gucken, wie können wir diese beiden Begriffe ineinander umrechnen. Hier ist wieder unser durchflossener Querschnitt A. Unsere Strömung soll von links nach rechts gehen, durch unser Kontrollvolumen hindurch. Dann muss ja das, was wir mit der Filtergeschwindigkeit an Durchströmung, an Durchfluss berechnen, das gleiche sein, wie das, was wir mit der Abstandsgeschwindigkeit berechnen. Mit der Filtergeschwindigkeit konnten wir den Durchfluss berechnen als Filtergeschwindigkeit mal gesamter Querschnitt. Und A ist jetzt hier immer der gesamte Querschnitt. Also flüssiger Querschnitt hier, fester Querschnitt. Flüssiger Querschnitt, fester Querschnitt. Flüssiger Querschnitt, fester Querschnitt. Alles zusammen ist der Gesamtquerschnitt. Ja, und den Durchfluss nach der Abstandsgeschwindigkeit hatten wir ja schon in der Vorlesung Massenerhaltung, die Sie in der Strömungsmechanik grundlegend gelernt haben. Da war der Durchfluss das Integral über den flüssigen Querschnitt, und das ist jetzt wichtig zu unterscheiden, mal Geschwindigkeit, mal normalen Einheitsvektor integriert über diesen Querschnitt, aber nur den fluiden Bereich. Wir wollen jetzt in der Flüssigkeit, in der flüssigen Phase, wollen wir jetzt den Durchfluss bestimmen, denn der geht nur durch die flüssige Phase. Und dementsprechend müssen wir über den flüssigen Rand integrieren. Hier nehmen wir den Gesamtrand, nehmen ihn mal Filtergeschwindigkeit. Und hier nehmen wir den flüssigen Rand, die wirkliche Geschwindigkeit, mal normalen Einheitsvektor haben wir da gelernt, mal flüssiger Rand. Das ist ein Teilrand des gesamten Randes. Ja, und wenn wir das in irgendeiner Form jetzt gleich auswerten, dann werden wir feststellen, wie können wir die Filtergeschwindigkeit auf die Abstandsgeschwindigkeit umrechnen. Und Sie werden sicherlich das Ergebnis vielleicht schon erahnen. Ja, ich schreibe das hier nochmal auf. Ich kann natürlich auch unsere Filtergeschwindigkeit als Integralformel darstellen. Dann sage ich, die Filtergeschwindigkeit ist ein Vektor mal normalen Einheitsvektor auf den Rand. Minuszeichen muss davor, wie schon öfters gesagt, weil wenn es reingeht, dann, wenn die Strömungsgeschwindigkeit reingeht, dann geht der normalen Einheitsvektor raus, dann geht es ins Volumen hinein, etc. etc. Also, wenn ich diese Filtergeschwindigkeit über den Gesamtrand integriere, deswegen d Omega hier an der Stelle, dann sollte das Gleiche sein, wenn ich die richtige Geschwindigkeit, die Abstandsgeschwindigkeit, über nur den flüssigen Teilrand integriere. In beiden Seiten kann ich jetzt den Gaußschen Integralsatz ansetzen. Das heißt, hier steht Vektor mal normalen Einheitsvektor integriert über den Rand. Das ist nichts anderes als die Divergenz des Vektors über das Gesamtgebiet. Divergenz des Vektors über das Gesamtgebiet, das steht hier. Und das Gleiche mache ich hier. Hier integriere ich über den Gesamtrand, also Omega, jetzt über das Gesamtvolumen. Und hier integriere ich dann dementsprechend nur über das Flüssigvolumen. Nur über das Flüssigvolumen. Ja, im nächsten Schritt sage ich, es gibt eine Mittelgeschwindigkeit. Es gibt eine mittlere Filtergeschwindigkeit in unserem Kontrollvolumen. Und wenn ich einen einzigen Mittelwert habe, dann kann ich ja die Integration ersetzen durch Mittelwert mal Volumen. Integration über das Volumen ist Mittelwert mal Volumen. So, und dann habe ich das Volumen jetzt an dieser Stelle einfach Betrag Omega bezeichnet. Omega, wie gesagt, war unser Raum. Das Volumen, das tatsächliche Volumen bezeichne ich jetzt als Betrag Omega. Genau das Gleiche mache ich hier. Die tatsächliche Fließgeschwindigkeit oder Abstandsgeschwindigkeit, wie es die Hydrogeologen sagen, muss ich über den flüssigen Bereich integrieren, wende wieder hier den Green-Gaußschen Integralsatz an und da bekomme ich, da fehlt etwas.
Da muss ich jetzt mal gucken, da fehlt etwas. Ja, da fehlt noch Divergenz V. Das wollen wir hier umändern. Das heißt, hier fehlt ein Divergenz. Ctrl-Copy. Hier fehlt ein Divergenz V. Und da müsste es auch schon richtig sein, so dass wir jetzt die richtige Formel hier stehen haben. Also, das integriert. Wir nehmen jetzt an, wir finden einen Mittelwert für die Abstandsgeschwindigkeit über unseren flüssigen Bereich. Und dann ist das nichts anderes als der Volumen des flüssigen Bereichs mal Divergenz V nach dem Gaußschen Integralsatz. Ja, das Volumen des flüssigen Bereiches rechnete sich aber als Gesamtvolumen mal Porosität. Gesamtvolumen mal Porosität und dann steht hier das. Und dann finden wir heraus, wenn Sie jetzt den ganzen rechtesten Teil angucken und den linkesten Teil, dass hier Omega und hier auch Omega kürzt sich hier heraus. Und dann steht hier, Divergenz der Filtergeschwindigkeit ist Porosität mal Divergenz der Abstandsgeschwindigkeit. Wenn die Porosität sich über das Volumen nicht ändert, dann kann ich also daraus folgern, dass die Filtergeschwindigkeit nichts anderes ist als die Porosität mal die Abstandsgeschwindigkeit. Die tatsächliche Geschwindigkeit mal Porosität ist die Filtergeschwindigkeit. Das gilt natürlich nicht, wenn wir sehr mikroskopisch gucken, weil dann ist diese Geschwindigkeit hat in dem Sinne überall andere Werte, aber wenn wir den Mittelwert der Abstandsgeschwindigkeit hier betrachten, dann sollte tatsächlich die Filtergeschwindigkeit Porosität mal Abstandsgeschwindigkeit sein. Dass dem so ist, ergibt natürlich auch die Anschauung, wenn ich gar keine Porosität habe, wenn Phi gleich 0 ist, dann habe ich keine flüssige Phase, dann habe ich nur Feststoff. Dann habe ich nur Feststoff, dann ist die Filtergeschwindigkeit 0. Wenn hingegen ich nur Wasser habe, das heißt die Porosität 1 ist, dann nehme ich hier die tatsächliche Strömungsgeschwindigkeit mal Porosität 1 und dann bekomme ich die Filtergeschwindigkeit raus. Dann ist die Filtergeschwindigkeit die tatsächliche Wassergeschwindigkeit und alles dazwischen stimmt dementsprechend auch. Damit haben wir einen naheliegenden Zusammenhang zwischen Filter und Abstandsgeschwindigkeit gewonnen, der natürlich nur im Mittel gültig ist. Wenn ich sehr genau hingucke, wenn ich das auflöse, dann hat die Abstandsgeschwindigkeit oder Fließgeschwindigkeit überall andere Werte, weil sie überall Grenzschichten ausbildet. Gut, damit können wir aber mit diesen Begriffen können wir uns nun die Erhaltung der Fluidmasse in einem Kontrollvolumen ausrechnen. Die Erhaltung der Fluidmasse in einem Vollkontrollvolumen. Wir wollen die Wassermasse bilanzieren. Die Änderung der Wassermasse in einem beliebigen Kontrollvolumen, wie in irgendeinem Grundwasserleiter, ist nichts anderes als die Flüsse durch den Rand. Und diese Formel haben Sie schon in der Massenerhaltung, in der Strömungsmechanik gelernt. Die Änderung der Masse in einem Kontrollvolumen ist die Bilanz oder die Integration des Massenflusses über den Rand. Ja, und da möchte ich die beiden Seiten, die ich hier habe, einmal getrennt durchrechnen. Ich möchte erstmal DMF, die Wassermasse, die Änderung der Wassermasse in einem Kontrollvolumen bilanzieren. Die Wassermasse ist Dichte des Wassers mal Volumen des Wassers. Das heißt, hier steht Dichte des Wassers mal Wasservolumen. Das Wasservolumen ist aber Porosität mal Gesamtvolumen. Porosität mal Gesamtvolumen. Dann steht hier also Dichte mal Porosität mal Gesamtvolumen. Ja, und das Gesamtvolumen, wenn ich das jetzt, kann ich auch als Integral darstellen, indem ich also über das Gesamtvolumen die Dichte mal die Porosität integriere. Die Änderung der Wassermasse in einem Kontrollvolumen ist die Änderung der Dichte mal der Porosität integriert über das betrachtete Volumen. Das bekommen wir hier in diesem sehr einfachen Dreischritt heraus. Jetzt schauen wir uns die andere Seite dieser Massenbilanz an. Das ist der Fluss über die Ränder. Der Fluss über die nassen Ränder ist folgendes, das steht hier. Ja, der Fluss über die nassen Ränder steht hier. Und das soll der gleiche Fluss sein, wie der Fluss bezogen auf die Filtergeschwindigkeit. Das hatten wir ja vorhin dargestellt. Entweder ich integriere nur über den flüssigen Bereich oder ich integriere über den Gesamtbereich und nehme hier die Filtergeschwindigkeit. Ja, und auf diese Gleichung setze ich wieder den Green-Gaußschen Integralsatz an. Steht hier also die Divergenz von Rho mal Filtergeschwindigkeit über das Gesamtvolumen. Und jetzt stehen hier, wie auch hier, beides Integrale über das Gesamtvolumen, die sollen nach der ersten Beziehung gleich sein. Das heißt, ich kann das Integral weglassen und dann kriege ich heraus als Bilanz die Änderung der Dichte mal Porosität pro Zeit ist minus die Divergenz mal die Dichte mal Filtergeschwindigkeit. Das ist die Erhaltung der Fluidmasse in einem Zweiphasensystem, der flüssigen Masse in einem Zweiphasensystem.
Gut, das wäre das. Das kann man auch noch ein bisschen umschreiben. Wenn die Wassermasse, wenn die Wasserdichte als konstant angenommen werden kann, was sie natürlich beim Dampf nicht kann, wenn sie aber bei sonst als konstant, also Rho gleich 1000 Kilogramm pro Kubikmeter angenommen werden kann, dann können wir natürlich noch durch Rho hier teilen. Dann steht hier, die Änderung der Porosität in irgendeinem Bereich ist gleich minus Divergenz mal Vf, von Vf der Filtergeschwindigkeit. Ja, und wenn ich die Filtergeschwindigkeit selbst noch durch die Strömungsgeschwindigkeit ersetze, durch die Abstandsgeschwindigkeit, dann wäre das auch eine Erhaltung der Fluidmasse. Eine Möglichkeit der Erhaltung der Fluidmasse. So, das Gleiche können wir für die Feststoffmasse auch tun. Ich nehme jetzt also mal an, wir haben so etwas wie Konsolidierung oder wir haben auch Feststoffbewegung in unserem Boden. Und das ist tatsächlich der Fall, zum Beispiel bei der Konsolidierung, bei Massenbewegung oder was auch immer, haben wir natürlich auch eine Bewegung der Feststoffmasse. Und diese Bewegung der Feststoffmasse können wir wieder beschreiben durch einen Massenfluss, durch das Kontrollvolumen, das wäre also hier die Bewegung in Kubikmeter pro Sekunde des Feststoffes, des Solidanteils, des Sedimentanteils, wäre minus Bewegungsgeschwindigkeit des Sedimentes integriert über das Gesamtvolumen. Wir können jetzt eigentlich genau die gleiche Herleitung machen. Die Änderung der Sedimentmasse in einem Kontrollvolumen ist der Fluss des Sedimentes darüber. Den Fluss kann ich wieder durch eine Divergenz auf das Gesamtvolumen umrechnen nach dem Gaußschen Integralsatz und dann bekomme ich das dahin. Ja, die Sedimentmasse selbst kann ich wieder darstellen als Dichte mal Volumen des Sedimentes und das Volumen des Sedimentes ist 1 minus Porosität mal das Gesamtvolumen, dann kann ich das als Integral über das Gesamtvolumen darstellen. Dann habe ich hier zwei gleiche Dinge, die setze ich gleich und dann bekomme ich at the end of the day heraus, dass die Änderung der Sedimentdichte mal 1 minus Porosität geteilt durch Delta nach Delta T abgeleitet ist, minus Divergenz Rho S mal V ist. Und wenn die Sedimentdichte konstant ist, also wie es um reines Kaolinit handelt, 2650 Kilogramm pro Kubikmeter, dann kann ich die Sedimentdichte herauskürzen, dann bekomme ich das heraus. Die 1 abgeleitet ergibt eine 0, dann steht hier also minus D Phi nach DT ist minus Divergenz der Sedimentbewegungsgeschwindigkeit. Das möchte ich abschließend einmal anwenden, ohne es vollständig ohne eine vollständige Lösung an dieser Stelle zu bekommen, weil wir noch nicht die Impulserhaltung haben. Und zwar möchte ich Ihnen diese beiden Gesetzmäßigkeiten für eine Absetzsäule demonstrieren. Hier haben wir einen Schlick genommen aus der Ems, hier in der Nähe von Terborg in der Ems, und haben ihn in einen Messbehälter gepackt und vorher gut durchgeschüttelt. Dann ergibt sich insgesamt diese braune Soße und wenn Sie dann hinreichend lange warten, dann wird diese Soße sich absetzen, wird irgendwann konsolidieren und das dauert eine gewisse Zeit. Schauen wir das in 6 Stunden später an, dann hat sich dieser Füllstand von 800 Milliliter, wo hier insgesamt eine braune Schicht war, schon etwas brauner, ist etwas brauner geworden, die Sedimente haben sich abgesetzt und nehmen nur noch etwa 500 Milliliter ein, darüber ist mehr oder weniger klares Wasser. Auf der nächsten Folie sehen Sie den Unterschied zwischen 6 und 12 Stunden, es hat sich noch einmal abgesetzt und auf der letzten Folie dann noch mal zu 24 Stunden, da hat sie sich noch mal ein bisschen abgesetzt. Die Absetzgeschwindigkeiten werden immer kleiner. Wenn wir sowas durch ein physikalisches Modell beschreiben wollten, müssten wir also in der Tat hier so etwas wie die Feststoffgeschwindigkeit von der Flüssiggeschwindigkeit unterscheiden. In einem unbeweglichen Boden brauchen wir das nicht. Da ist, wenn die Konsolidierung beendet wurde, dann ist der Boden so für sich fest. Aber in einer solchen Absetzsäule müssten wir das natürlich unterscheiden. Ja, für die Feststoffmassenbilanz hatten wir diese Beziehung abgeleitet. Die 1 wird noch weg, die Ableitung von 1 ist 0. Und für die flüssige Phase hatten wir das abgeleitet. Addieren wir diese beiden Gleichungen, dann steht hier ja minus d Phi nach dt plus d Phi nach dt, das ist 0. Und hier steht minus Divergenz Vs. Wir können also schreiben, die Divergenz von der Feststoffgeschwindigkeit plus die Divergenz der Flüssiggeschwindigkeit ist gleich 0. Oder das bedeutet nichts anderes, als dass die mittlere Feststoffgeschwindigkeit, das Negative von der mittleren Flüssiggeschwindigkeit, in diesem Fall die Filtergeschwindigkeit ist. Das wäre das Ergebnis und das ist auch irgendwie klar, wenn Feststoff nach unten geht, dann muss das entsprechende gleiche Wasser nach oben gehen. Das ist ein völlig klarer Zusammenhang. Ja. Weiter können wir an dieser Stelle allerdings nicht rechnen, weil uns fehlen jegliche Zusammenhänge, um die Geschwindigkeit in einem solchen System auszurechnen. Und damit wollen wir uns dann in der nächsten Vorlesung beschäftigen.